Hallo! Dieses Toastbrot ist der absolute Wahnsinn. Super fluffig, aromatisch, bekömmlich, wattig, weich, butterig und das Beste ohne industrielle Zusätze. Wie auch du das zu Hause herstellen kannst, das zeige ich dir jetzt. Damit unser Toastbrot auch richtig schön aromatisch wird, müssen wir einen sogenannten Poolish-Vorteig anfertigen. Dazu benötigen wir kaltes Wasser, etwas Mehl und nur 0,5 Gramm frische Hefe. Das ist etwa erbsengroß. Dazu geben wir ganz einfach das kalte Wasser hier in die Schüssel. Dann noch 0,5 Gramm frische Hefe dazu und alles schön vermengen, bis die Hefe sich aufgelöst hat. Das Mehl ergänzen und verrühren, bis sich eine richtig schöne Paste bildet. Deckel drauf, denn so darf der Poolish 8 bis 16 Stunden bei Raumtemperatur gehen. 16 Stunden später sieht unser Poolish-Vorteig so aus, er ist richtig schön aufgegangen und hat einiges an Aroma entwickelt. Und jetzt werden wir aus diesem Poolish-Vorteig einen Hauptteig kneten. Für den Hauptteig benötigen wir etwas Mehl, Honig, Salz, Butter, Hefe und natürlich den Poolish-Vorteig. Dazu geben wir auf jeden Fall den Poolish-Vorteig in eine Schüssel. Danach darf die Hefe reingebröselt werden. Milch, Mehl, weiche Butter, Salz, ganz wichtig, Honig. Wenn alle Zutaten in der Maschine sind, darf der Knethaken drauf und mit dem Kneten beginnen. Circa 3 Minuten langsam und 9 Minuten schnell. Nach exakt 12 Minuten ist der Teig richtig schön geschmeidig und wir können ihn jetzt mit leicht feuchten Händen auf die Arbeitsplatte klatschen. Zack. Danach müssen wir den Teig wieder dehnen und falten. Dazu unter den Teig greifen, ein paar Mal auf die Arbeitsplatte klatschen. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann könnt ihr wieder eine richtig schöne Klaue bilden und den Teig unterrotieren zu einer richtig schönen Kugel schleifen. Anschließend nehmt ihr euch eine Schüssel und lässt den Teig abgedeckt 15 Minuten ruhen und danach zeige ich euch, wie es weitergeht. Sotele, nach exakt 15 Minuten hat sich das Gluten richtig schön entspannt und wir können jetzt weitermachen. Wir müssen den Teig jetzt in 4 gleich große Stücke teilen. Das nennt sich 4-Pieces-Methode. Dazu habe ich hier meine Teigkarte und ich steche mir jetzt hier einfach 245 Gramm schwere Teiglinge ab. Jetzt müssen wir ähnlich wie beim Pizzabacken richtig schöne Teiglinge schleifen, dazu wieder ein paar Mal dehnen und falten. Und dann mit der Klaue schön auf Spannung ziehen. Hierbei ist aber wichtig zu beachten, dass wir nach dem Schleifen die Kugel nicht rund lassen, sondern leicht oval ausrichten, bis das Ganze so aussieht. Für das Toastbrot benötigen wir eine Backform. Ja? Also ich habe bisher immer in so einer ganz normalen, alten Backform gebacken. Da ist wichtig zu beachten, dass ihr etwas Backpapier reinmacht. Aber extra für dieses Video habe ich mir tatsächlich eine professionelle Backform gekauft. Die werden wir heute das erste Mal gemeinsam testen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich packe euch die gerne mal unten in die Videobeschreibung. Auf jeden Fall werden jetzt die Teiglinge der Länge nach in die Kastenform gelegt. Zack, eins. Schön aneinandergereiht in die Form legen. Hier ist jetzt auf jeden Fall wichtig zu beachten, dass wir den Teig 2 Stunden abgedeckt bei Raumtemperatur gehen lassen. Hier haben wir natürlich einen schönen Deckel. Wenn ihr so eine Form nehmen solltet, dann natürlich mit einem feuchten Küchentuch abdecken, damit sich keine Kruste bildet. Und danach zeige ich euch, wie es weitergeht. So Freunde, exakt 2 Stunden später ist der Teig richtig schön aufgegangen. Der hat sich einfach mehr als verdoppelt. Ich freue mich riesig, das Ganze jetzt zu backen. Wir gehen zum Ofen und ich sage euch noch kurz was zum Setup. Wir backen das Toastbrot im vorgeheizten Ofen bei 230 Grad Ober- und Unterhitze für 10 Minuten. Und danach reduzieren wir die Temperatur auf 200 Grad und backen das Ganze fertig für 20 Minuten. Let's go! Jawollo! Freunde! Es duftet unglaublich gut. Wir haben noch nicht reingeschaut, das mache ich jetzt mit euch gemeinsam. Wow! Freunde, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich gerade bin. Ich versuche jetzt mal das Toastbrot aus der Form zu stürzen. Wow! Geilo! Ich sag's euch ganz ehrlich, ich finde das Toastbrot so schön, es ist mir zu schade, es anzuschneiden. Aber Freunde, wir machen es trotzdem. Let's go! Wie es duftet. So, so gut. Es ist so butterig und wattig und fluffig. Freunde, Backen macht so Spaß und so glücklich. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren.
Was gibt es Besseres, Freunde, als frisch gebackenes Toastbrot mit etwas Nutella und Butter sowie Salz? Hm. Seid ihr eigentlich Team Nutella mit Butter oder nur Nutella aufs Brot? Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin raus. Ich bin raus. Das war's auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, das ist komplett kostenlos. Aktiviert die Glocke, um solche Köstlichkeiten nicht mehr zu verpassen. Dieses Toastbrot werde ich mir jetzt noch schmecken lassen. Tschüssi!